Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr dieses Jacket näht. Das Schnittmuster hat zwei verschiedene Längen. Einmal die Länge, die ich jetzt anhabe, das ist die kurze. Und wir nähen im Video die lange Variante. Aber im Endeffekt ist es von der Verarbeitung das gleiche, nur dass sie unterschiedlich lang sind. Diese Overshirts sind ja momentan mega im Trend und super toll für den Herbst und Winter. Denn man kann ganz tolle, kuschelige Wollstoffe dafür benutzen, die am besten nicht allzu dick sind. Diese Schnittmuster sind ja momentan mega im Trend. Man kann super gut Wollstoffe dafür benutzen. Und ich zeige euch nochmal kurz die Features an diesem Schnittmuster. Also wir haben hier Manschetten mit Schlitz. Dann haben wir eine Knopfleiste, die angeschnitten ist. Zwei große Statement-Taschen vorne drauf und einen Kragen. Hinten im Rückteil haben wir noch eine Falte, damit man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat, weil man möchte ja wahrscheinlich auch mal einen Pulli unten drunter ziehen. Wenn ihr Karo abpassen wollt, wie hier, dann schaut darauf, dass vorne und Rückteil die Säume genau auf der gleichen Höhe liegen. Dann passen die auch, wie hier an der Seite, perfekt zusammen. Ich bekomme immer mal wieder Fragen zu Wollstoffen, ob sie vorher gewaschen werden sollen oder nicht. Ich würde bei so einem Overshirt jetzt sagen, dass ihr die Wollstoffe vorsichtig vorwaschen könnt, denn ich denke, sowas wird auch später gewaschen. Also davon würde ich immer abhängig machen, wascht ihr etwas vor oder nicht. Vorsichtig kalt, 20 Grad, wenn eure Maschine das hat, im Wollwaschprogramm wenig schleudern, vielleicht so maximal 400 Schleudertouren und dann liegend trocknen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr den Stoff nicht unbedingt waschen möchtet, dass ihr euer Bügeleisen nehmt, mit ganz viel Dampf einmal über den Stoff bügeln. Dann läuft er auch ein bisschen ein und dann könnt ihr mit dem Zuschnitt starten. Ich habe mir die Teile jetzt hier alle schon so hingelegt, wie sie auch im Zuschneideplan zu sehen sind. Dazu ein paar Anmerkungen. Hier hinten habe ich den Bruch und da wird das Rückteil und auch die Passe zugeschnitten. Achtet besonders beim Rückteil und bei der Passe darauf, dass die Schnittteile genau am Bruch anliegen und dass dann nicht zu viel Stoff besonders am Kragen ist, denn sonst habt ihr eventuell unterschiedliche Längen und dann passt der Kragen nicht mehr ins Halsloch. Also drückt den Stoff gut platt und schaut, dass ihr das Schnittmuster genau an den Bruch legt. Der Kragen und Kragensteg wird auch am Bruch angelegt, aber das würde ich nachher offen zuschneiden. Bei diesen Teilen würde ich generell immer offen zuschneiden, damit das Ganze genauer ist, weil sonst passt die Form nachher nicht mehr so gut. Deswegen schneidet erstmal alles aus und dann schneiden wir hier großzügig das Stück Stoff aus. Denkt dran, dass der Kragenstück hier auch noch ein zweites Mal hin muss und dann klappen wir nachher den Stoff auf und schneiden dann Kragen und Kragenstück zu. Dann haben wir hier oben noch Taschenbeutel und Taschenklappe. Die Taschenklappe brauchen wir viermal, deswegen einmal zuschneiden und noch ein zweites Mal. Wichtig, bevor ihr ausschneidet, der Fadenlauf muss immer parallel zur Webkante und zum Bruch sein. Das messt ihr einfach, indem ihr ein Maßband am Fadenlauf anlegt und einmal bis runter oder hoch messt und dann schaut, ob der gerade liegt und dann könnt ihr zuschneiden. Bevor ich jetzt Kragen und Kragenstück zuschneide, markiere ich mir noch eben kurz alle Knipse. Das mache ich meistens mit so einem wasserlöslichen Stift. Ich bin kein Fan davon, die Kanten einzuschneiden, weil man gerne mal ein bisschen zu tief schneidet oder das Ganze dann viel zu sehr ausfranst. Deswegen nehmt euch lieber so einen Stift oder einen Kreidestift oder sowas und dann ist das Ganze auch ein bisschen genauer. So, wir starten jetzt mit dem Jacket. Wir starten mit diesen fünf Teilen hier. Das sind einmal die Taschenbeutel, die Manschetten und der Aufhänger. Den Aufhänger könnt ihr auch gerne gegen ein fertiges Paspelband, zum Beispiel wie dieses hier, ersetzen oder gegen einen anderen Stoff, weil gerade aus einem dicken Mantelstoff ist der Aufhänger ein bisschen schwierig zu nähen, weil der so dick ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier einfach so ein Paspelband nehmen und das als Aufhänger benutzen, aber ihr könnt ja einfach mal schauen, was ihr da so habt. Damit kann man auch super ein kleines Highlight innen drin setzen. Wir versäubern jetzt als erstes hier oben die obere Kante der Taschenbeutel und danach bügeln wir. Wir bügeln die Taschenbeutel hier, hier und hier 1 cm nach innen. Und dann nochmal am Knips auch nochmal nach innen. Und wenn ihr einen Aufhänger habt und ihr möchtet das aus Stoff nähen, dann bügelt ihr den Aufnäher erst zur Hälfte, klappt es wieder auf und dann die beiden Kanten
wieder zur Mitte und dann das ganze Teil wieder zur Hälfte. Damit habt ihr dann ein geschlossenes Band, was wir dann gleich absteppen können. Die Manschetten werden zur Hälfte gebügelt und dann klappt ihr sie wieder auf und dann nehmt ihr euch eine der langen Kanten und bügelt diese Kante 1 cm nach links um. So, als nächstes nähen wir mit normalem Garn, denn diese Anleitung ist darauf ausgelegt, dass ihr mit einem dickeren Garn absteppen könntet. Das heißt, wir haben die Arbeitsschritte mit einem normalen Garn und mit dem dicken Garn ein bisschen gebündelt. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen anders ist als normale Anleitungen von mir, damit ihr nicht so oft die Nähmaschine umfädeln müsst. Also, jetzt erstmal mit dem normalen Garn weiter. Wir haben hier Ober- und Unterkragen und den jeweiligen Kragensteg dazu. Wir nähen jetzt den Kragensteg rechts auf rechts bei 1 cm hier an, sowohl beim Unter- als auch beim Oberkragen. Dann haben wir hier die beiden Manschetten, die falten wir rechts auf rechts, schlagen sie genau am Knips um, legen die umgebügelte Kante auch nach unten und nähen dann einmal hier 1 cm an den kurzen Seiten fest. Und dann haben wir noch die Taschenklappen, da legen wir jetzt auch jeweils zwei rechts auf rechts aufeinander und nähen diese und diese Seite rechts aufeinander und schließen sie bei 1 cm. Ich habe hier jetzt den Oberkragen und dann nähe ich jetzt den Kragensteg drauf. Ich stecke mir hier meistens nichts, sondern orientiere mich einfach an den Knipsen. Ich fange hier vorne an, da sollten die Knipse auf jeden Fall direkt aufeinander passen und beginne von hier vorne im Abstand von 1 cm zu nähen. Nähe also hier bis zum Knips, schaut, dass die Kanten hier aufeinander liegen. Wenn ich am Knips angelangt bin, schaue ich, wo der nächste Knips ist. Das ist dann hier der in der hinteren Mitte. Lege die Teile aufeinander und dann müsst ihr während des Nähens ein bisschen schauen, dass die Kanten auch wirklich glatt aufeinander liegen und sich nichts verschiebt. Und wenn ihr das genäht habt, dann bügelt ihr die Nahtzugaben hier auseinander. Ich nähe dann jetzt im Abstand von 1 cm die Taschenklappen aufeinander an den drei Seiten, rechts, unten und links. Und dann verschneiden wir hier noch die Kanten überall ein wenig, dass es sich dann besser legt und nicht so knubbelig wird. Überall so ein bisschen die Kanten wegschneiden an den Ecken. Und dann können wir die Taschenklappe wenden. Schön hier die Ecken rausdrücken. Ich mache das auch gerne noch mit einer Schere. Nicht zu arg, natürlich schön vorsichtig, aber so kriegt man auch noch mal die Ecke ein bisschen besser raus. Hier die Spitze natürlich auch rausholen. Es soll ja eine eckige Taschenklappe werden. Und dann könnt ihr die Taschenklappe bügeln und danach hier die Kante einmal mit der Overlock versäubern. Wir nähen jetzt die Manschette. Dafür faltet ihr die Manschette hier an dem Knips rechts auf rechts und näht die kurze Seite bei 1 cm an. Die Nahtzugabe, die ihr eben umgebügelt habt, die bleibt auch so umgebügelt. Also das näht ihr jetzt genauso fest. Macht ihr jetzt an allen vier Ecken von der Manschette, dann schneidet ihr hier die Nahtzugabe ein bisschen weg und dann können wir die Manschette wenden und ordentlich bügeln. Als nächstes versäubern wir dann die lange Kante der Belege, also die, die hier diesen kleinen Schniepel dran hat, einmal hier versäubern und dann 1 cm nach innen umbügeln. Ich habe jetzt hier das Rückteil und wir haben hier ein paar mehr Knipse. Der ganz in der Mitte, das ist der Knips für die hintere Mitte, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen die beiden hier und die beiden hier. Denn wir nehmen jetzt die beiden Knipse und legen sie einmal hier drauf und einmal hier drauf. Dadurch erhalten wir dann die Quetschfalte. So. Das können wir uns dann jetzt einmal fixieren, damit dann im nächsten Schritt nichts verrutscht. So sieht es dann von der rechten Seite aus und so von der linken. Als
Als nächstes nähen wir die Passe an. Dafür legen wir sie rechts auf das Rückteil und schließen hier die Naht bei 1 cm. Wenn ihr eine Overlock habt, könnt ihr diese Naht auch mit einer Overlock schließen. Wenn du die Passe angenäht hast, kannst du die Passe nach oben klappen und die Nahtzugaben in die Passe bügeln. Wir nähen nun die Belege rechts auf die Vorderteile. Wir starten hier vorne, wo der Knips ist, und nähen im Abstand von 1 cm bis zur Ecke und dann im Abstand von 1 cm bis hier runter. Wir haben den Beleg jetzt angenäht und jetzt schneiden wir hier am Knips bis zur Naht ein. Also ich habe jetzt hier ein bisschen über den Knips hinaus genäht, das ist ein bisschen blöd. Die Stiche würde ich wieder auftrennen und hier nochmal eine Verriegelung machen. Und dann schneiden wir am Knips bis kurz vor die Naht ein. Dann verschneidet ihr hier die Ecke noch, ein bisschen dünner ist. Und dann können wir den Beleg wenden. Und so sieht es dann aus. Ihr habt eine gewendete vordere Kante und eine Nahtzugabe, die wir gleich noch brauchen, um den Kragen anzunähen. Ihr könnt dann die restliche Kante vom Beleg auch schön wenden und ordentlich bügeln. Als nächstes schließen wir die Schulternähte. Dafür habe ich jetzt schon die Vorderteile rechts auf das Rückteil gelegt und dann schließt ihr hier beide Schulternähte bei 1 cm. Das könnt ihr auch mit der Overlock machen, wenn ihr eine habt, sonst wieder mit einem normalen Stich. Wenn ihr ein dickeres Garn verwenden wollt, müsst ihr jetzt die Nähmaschine einmal umfädeln, also dickes Garn drauf und eventuell die Stichlänge einstellen und dann steppen wir einmal eine Runde ab. Also wir steppen einmal die Naht hier hinten an der Passe ab, wir steppen den Beleg innen ab, also die umgebügelte Kante steppen wir einmal ab. Wir steppen sie nicht auf das Vorderteil, sondern wir steppen nur einmal diese Kante fest, damit die Versäuberungsnaht hier nicht rausschaut. Dann steppen wir die Schulternähte einmal ab. Dann die Taschenklappen werden auch einmal rundherum abgesteppt. Ihr könnt euch selber überlegen, in was für einem Abstand ihr das macht. Ich werde es bei 0,5 cm machen. Die Taschenbeutel werden an der oberen Kante 2 cm abgesteppt. Hier wird jetzt erstmal nur die obere Kante abgesteppt und danach steppen wir dann die Taschenbeutel auf das Vorderteil. Und dann haben wir noch die Kragenstege. Die werden auch ober- und unterhalb der Teilungsnaht hier einmal abgesteppt. Das habe ich schon gemacht, also wundert euch nicht. Aber wenn ihr mit einem dickeren Garn arbeitet, dann könnt ihr das jetzt hier nochmal rechts und links schmalkantig absteppen. Und dann können wir schon mal Knopflöcher einarbeiten, denn sonst wird das nachher alles zu dick, wenn die Taschen drauf sind. Einmal Knopflöcher in die Taschenklappen. Dafür nehmt euch nochmal das Schnittmuster, wenn ihr keine Markierungen habt, und auf das rechte Vorderteil. Ich habe mir jetzt hier einen Aufhänger aus diesem Paspelband gemacht. Da sind einmal die beiden Seiten nach innen umgebügelt und ich klappe es jetzt nochmal zusammen und steppe das Ganze dann zusammen und dann habe ich einen Aufhänger, den ich an der hinteren Mitte hier annähen kann. Ich habe jetzt hier das Rückteil, das Halsloch, hier ist die hintere Mitte und da lege ich mir dann jetzt ein bisschen daneben einen Aufhänger hin und nähe mir fest. Denkt immer dran, dass ihr hier noch ein bisschen Platz lasst, denn hier kommt ja jetzt gleich noch der Kragen dran und dann braucht ihr dann 1 cm Nahtzugabe, damit dann auch der Aufhänger nicht mit festgelegt wird. Wir nähen jetzt dann die Taschenklappen an. Wir haben jetzt die Knopflöcher schon reingemacht und dann legen wir die Taschenklappe an die obersten zwei Markierungen und steppen die Taschenklappe so fest, dass die Versäuberungsnaht auf jeden Fall verdeckt. Das müssen dann mindestens 0,5 bis 0,7 cm sein. Wir steppen wieder ab, das heißt, ihr fädelt einmal die Nähmaschine um und stellt euren Stich anders ein, wenn ihr da eine andere Stichlänge gewählt habt. Und dann steppen wir folgende Nähte ab. Also, wir machen einmal die vordere Kante. Nur den Part hier oben, der verstürzt ist, und die komplette vordere Kante entlang bei 0,5 cm. Dann klappen wir die Taschenbeutel runter, bügeln sie einmal, guckt, dass da kein Zug drauf ist und dann steppt ihr auch hier einmal die Taschenklappen flach bei 0,5 cm. Und ihr könnt auch die Taschenbeutel dann entsprechend positionieren, gemäß den Markierungen, und auch hier rundum die Taschenbeutel aufnähen.
Leider hatten wir einen technischen Ausfall, als ich euch gezeigt habe, wie der Beleg am Saum verarbeitet wird. Deswegen möchte ich es euch hier nochmal kurz zeigen, denn da erkennt man, glaube ich, nochmal ganz gut, wie der Beleg verarbeitet wird. Ihr nehmt also euren Beleg, schlagt ihn rechts auf das Vorderteil und dann näht ihr in Höhe von 2 cm den Beleg auf dem Vorderteil fest. Das sieht man hier nochmal ganz gut und dann nehmt ihr euch eine Schere, verschneidet die Ecke und dann könnt ihr den Beleg auch schon wenden. Ihr könnt auch nochmal mit der Schere nachhelfen, so wie ich es hier gemacht habe, nochmal ein bisschen die Ecke rausholen. Vorsichtig natürlich bei Spitzenscheren und dann sind wir fertig. Wir nähen jetzt die Ärmel ein. Dafür legen wir jeweils einen Ärmel rechts auf das jeweilige Armloch. Ihr findet den richtigen Ärmel zum Armloch, indem ihr euch die Knipse anschaut, denn wir haben am hinteren Armloch einen Doppelknips und im vorderen Armloch einen einfachen Knips. Und dann seht ihr, welcher Ärmel zu welchem Armloch gehört. Ihr könnt diese Naht dann mit der Overlock schließen, wenn ihr eine habt, und sonst vorher einzeln versäubern und mit der normalen Nähmaschine. Wir haben jetzt den Kragen und den Kragenstick zusammengenäht und als nächstes nehmt ihr euch den Oberkragen, das ist der Kragen, der größer ist, also in dem Fall ist es dieser hier, und bügelt die untere Kante hier 1 cm nach innen um. Wenn ihr den Oberkragen dann umgebügelt habt hier unten, legt ihr die beiden Kragen rechts aufeinander und dann schließen wir diese Nähte, also rechts und links und oben. Dadurch, dass der Oberkragen größer ist als der Unterkragen, müssen wir den Kragen etwas dehnen. Also ihr beginnt hier unten mit einem Versatz von 1 cm und dann müsst ihr die beiden Strecken so aufeinander bekommen, dass die Spitzen genau aufeinander passen. Und auch in der Mitte habt ihr ja einen Knips, der aufeinander treffen muss. Und dazwischen müsst ihr ein wenig dehnen, dass der Oberkragen und der Unterkragen zusammenpasst. Wir haben hier jetzt die Seitennähte und den Ärmel einzeln versäubert. Wir legen dann jetzt Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und können dann in einem Rutsch Ärmel und Seitennaht schließen. Dafür beginnen wir am Ärmel, am Knips, denn wir haben hier im Ärmel den Schlitz für die Manschette in der Naht. Das ist bei dickeren Stoffen immer von Vorteil, dass man dann keinen Schlitz einpaspeln muss, sondern den in der Nahtzugabe verarbeiten kann. Also wir starten hier am Knips einmal runter bis zum Knips hier unten am Saum, denn hier unten haben wir auch noch einen Schlitz. Ich habe jetzt die Seitennähte auseinandergebügelt und auch hier den Schlitz 1 cm breit auseinandergebügelt und wir steppen jetzt alle Schlitze, also alle 4 an den Ärmeln und am Saum ab. Dafür starten wir auf der linken Seite des Schlitzes und steppen im Abstand von 0,7 cm den Schlitz hoch. Und wenn wir am Ende des Schlitzes angekommen sind, versenkt ihr die Nadel im Stoff, macht das Füßchen hoch, dreht den Schlitz um 90 Grad nach rechts, näht im 90 Grad Winkel über den Schlitz drüber und darüber hinaus. Soll natürlich den gleichen Abstand haben. Und dann näht ihr im gleichen Abstand wieder den Schlitz runter. Und so sieht er dann fertig aus. Als nächstes nehmen wir den Kragen an. Dafür schnappt ihr euch jetzt den Kragen und euren Halsausschnitt und dann legt ihr den Kragen rechts auf den Ausschnitt. Wir haben ja hier diesen kleinen Überstand und hier schon verstürzt und da legt ihr jetzt den Kragen rechts dran, denn auch hier am Kragen haben wir ja so einen kleinen Überstand und dann nähen wir einmal hier lang, genau hier, wo der Kragen anfängt. Wir nähen nicht hier diese umgebügelte Kante mit an, sondern nur eine Lage des Kragens und hier den Halsausschnitt. Hier müsst ihr anfangs noch aufpassen, dass ihr auch den Beleg mit festnäht. Ihr könnt es auch vorher mit dem Halsausschnitt fixieren, wenn euch das sonst zu viel ist. Und dann näht ihr den Kragen im Abstand von 1 cm an. Wenn ihr den Kragen angenäht habt, könnt ihr die Nahtzugaben einmal in den Kragen bügeln ordentlich und dann legt ihr die bereits gebügelte Kante hier
über die Naht, die ihr vorher genäht habt, und steppt hier den Kragen fest. Und dann ist der Kragen auch schon drin. Als nächstes nähen wir dann die Manschetten an. Dafür dreht euch den Ärmel auf links und dann können wir die Manschette links auf rechts anlegen und festnähen. Dafür haben wir ja hier so einen kleinen Überstand. Wir starten genau am Ende dieser Naht hier und steppen die Manschette im Abstand von 1 cm fest. Dafür nähen wir dann nur eine Seite von dieser Manschette und den Ärmel fest. Den Teil hier bitte nicht mit festnähen, den brauchen wir gleich noch. Das ist jetzt hier alles ein bisschen dick am Anfang, deswegen könnt ihr euch auch ein anderes Stück Stoff nehmen und das hinter das Füßchen legen. Nicht mit festnähen, aber dass da ein bisschen Höhenausgleich ist und dann transportiert die Nähmaschine ein bisschen besser. Wenn ihr die Manschette angenäht habt, dreht ihr dann die Nahtzugabe nach innen. Ihr könnt auch hier nochmal ein bisschen Stoff rausschneiden. Das ist ja schon sehr dick. Also einmal die Nahtzugaben nach innen wenden und die umgebügelte Kante legt ihr jetzt genau über die zuvor genähte Kante. Also genau wie beim Kragen auch. Einmal hier über die Kante legen und hier absteppen. Wenn du magst, kannst du jetzt auch noch die Manschetten und den Kragen knappkantig absteppen. Als letztes fehlen dann jetzt hier noch die Knopflöcher in der Manschette. Dafür kannst du dir jetzt eine Knopflochschablone nehmen und die Position für die Knopflöcher anzeichnen und dann das Knopfloch einarbeiten und den Knopf annähen. So, ich habe jetzt die Knopflöcher drin und auch schon die Knöpfe angenäht. Als letztes fehlt dann jetzt hier noch der Saum. Den bügelt ihr einmal nach innen um und steppt ihn dann ab. Ich hatte jetzt hier am Beleg 2 cm nach innen umgeschlagen. Das würde ich jetzt hier auch weiter mit 2 cm umbügeln und dann bei 1,7 cm absteppen. So, das Jacket ist fertig. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, denn dann verpasst du nie, wenn ich ein neues Videotutorial hochlade. Und ich freue mich natürlich auch mega, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du jetzt noch mehr von Bara Studio sehen und hören möchtest, folg mir gerne bei Instagram bara-studio. Da poste ich jeden Tag Behind-the-Scenes-Stories, Livestreams, stelle neue Stoffe vor, neue Schnitte etc. pp. Also würde ich mich freuen, wenn du mir da auch folgst. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns im nächsten Video.